Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf ja, dem Skyroad Mod Projekt Gedöns. Und heute, Leute, werde ich von irgendeinem komischen Typen verprügeln. Was soll denn das? Ich nehme übrigens gerade diese Folge im Anschluss auf die andere Folge auf. Also, nur falls ihr euch wundert. Wir haben in der letzten Folge Abwasserrohr vor so einer Monsterarmee des Todes gerettet. Ja, und jetzt following der hier oder waiting der hier, genau. Ich hatte eigentlich vor, heute mal zu gucken, wie viel Geld ich überhaupt noch habe, weil wegen Abwasserrohr muss ich all mein Geld ausgeben. Und ja, das ist dann natürlich nicht mal ganz so schön. Und ja, ich muss jetzt insgesamt, um Abwasserrohr zu retten, 400 Dollar ausgeben. 400 verdammte Dollar. Das ist zu viel. Das kann ich mir nicht leisten. So, wir craften uns jetzt erstmal so 5 Dollar. Craften wir uns so 10 Dollar. Craften wir daraus so 20 Dollar. Das heißt, 208 Dollar haben wir noch. Wow. Das heißt, zuvor hatte ich 608 Dollar. Das ist ja. Wieso macht man so etwas? Abwasserrohr, wieso bist du auch gestorben? Ich meine, na gut, ich bin selber schuld daran, dass du gestorben bist, weil ich in die Luft geflogen bin mit meinen Flügeln. Aber wieso musste Abwasserrohr dann sterben? Das ist doch nicht so schön. Übrigens, Leute, ich habe 25 Level. Wir müssen uns auch unbedingt mal einen Enchanter oder so craften. Dafür fehlen uns aber noch die nötigen Ressourcen wie Diamanten, Obsidian und so. Aber ich habe mir gedacht. Wir öffnen heute in dieser Folge erstmal, machen wir nochmal den Regen aus. Das ist schon das dritte Mal, dass ich in dieser Welt gejoint bin, nach 20 Minuten. Jo, dass es hier anfängt zu regnen. Komisch, aber wahr. Und zwar, Leute, hier habe ich ja ganz, ganz viele von diesen Würfeln geöffnet. Auch so ein paar Offscreen. Da ist ja, also, wir haben ja hier diesen Regenbogen bekommen und so. Und hier ist ja nochmal so eine Wasserkuppel und alles Mögliche. Das eigentlich voll witzig ist. Und ja, ich dachte mir, ich baue nochmal. Ich kaufe mir nochmal irgendwie so ein paar davon. Dachte ich mir jetzt halt. So. Ja, genau. Das 17 Stück kaufen wir uns jetzt einfach mal. Weil wir sind ja hier diese. Die Typen, die einfach voll hart durchchargen. Und ja. Übrigens, Leute, mit den Flügeln sind wir halt so krass schnell unterwegs. Das ist hier. Oh Gott, ey. Und das einfach noch vor Folge 10 zu haben, das ist. Oh Gott. Das ist schön. Wir können rein theoretisch auch unsere Flügel verkaufen. Na gut, das ist aber nicht ganz so schlau. Wir kaufen uns jetzt. Oh shit, Leute. Wir gönnen uns richtig hart viele von denen. Oh Gott. Dann dazu nochmal ein paar XP-Bottles. Übrigens, Leute, was diese Aura-End ist, also diese Aura, das würde ich auch mal gerne wissen, weil Aura ist ja immer so, keine Ahnung, das ist dann so eine. Ja, das umgibt einen ja dann quasi. Ich esse natürlich eine Karotte, weil Karotten das bessere Essen sind. Von Steak und Dings hier abgesehen. Also von Steak und Karotte ist Karotte immer das bessere Essen. Ja, genau. Also das beste Essen in gesamt Minecraft sind übrigens goldene Karotten, Leute. Damit ihr es nicht vergesst. Vergisst, wenn nicht vergesst. Ja, genau. So, ich baue mal einen ab. Wow, wir haben hier ein Buch bekommen. Did you know? Ich glaube, das habe ich sogar schon. Did you know? Today is Dark Cost's Birthday. Wer ist Dark Cost? Dunkle Kotze. Aha, dunkle Kotze ist Geburtstag. Übrigens, Leute, wir haben jetzt eine Eisenspitzhacke und einen Stack Fackeln bekommen. Das ist eigentlich voll nice. Weil einen Stack Fackeln kann man immer mal gebrauchen. Warte mal. Oh ja, yeah, Leute, gebt euch den Beat. Mal. An der Stelle, Leute. ja. Genau. So. Die Musik, das behalte ich aber auch. Und das hier. Also, dann können wir Abwasserrohr ja ein bisschen Musik spielen oder so. Okay, wir haben noch 14 Blöcke. Oh, honest, ich habe drei hintereinander platziert. Oh nein. Einer? No. Was heißt hier no?
Wenn ich sag, dass ich den Block abbauen möchte, dann baue ich ihn ab. Saplings of Doom. Nice. Wait for it. Ach so, lol. Ich dachte, es explodiert hier gleich, aber nee, das ist einfach so ein Troll. Pick of Destiny? Was heißt Destiny? Ich bin total dumm. Ich bin ein Zwei. Das. Das. Das Schwein hat uns getötet, Leute. Na gut, ne? Oh nein, Leute, es steht jetzt Now im Chat. Ich hoffe jetzt mal nicht, dass da jetzt irgendwas explodiert ist, weil sonst sind all unsere Items weg. All unser Geld, all unsere Items wären dann weg. Dann hätten wir gar nichts mehr. Oh, bitte sag, dass da nichts explodiert ist, bitte. Nee, das Schwein auf Destiny ist noch da. Und meine Items. Ey Leute, als wenn es uns. LOL, als wenn meine Rüstung einfach dadurch kaputt gegangen ist. Guckt euch das an. Mein Helm ist offenbar komplett weg. Als wenn. Ach nein. Na gut, egal. Ich flieg jetzt erst einmal so eine Runde hoch. So genau, so eine Runde hoch, genau. Wer kennt's nicht, wenn man nur so eine Runde hochfliegt und keine gerade? Oh shit. Oh, das macht aber Spaß mit dem Feenstaub. Müsst ihr schon zugeben. So. Lo Charge Creeper. Charge Creeper auf Doom, genau. Wir brauchen neue Rüstung unbedingt. Jetzt öffnen wir nochmal einen Block. Ich habe solche Angst vor diesen Blöcken. Heavy Cookies. Cookie Monster. Lol, Cookie Monster. Cookie Monster hat mich angegriffen. Los, Cookie Monster. Schlag das Schwein des. Hier willst du Cookies haben? Ich hab keine Cookies mehr. Ah. Cookie Monster hat uns angegriffen. Alles klar. Cookie Monster ist böse, aber wir haben Cookie Monster getötet und haben jetzt die Cookies sogar noch behalten können, Leute. Das ist cool. Noch mehr Setzlinge ist auch gut, ne? Dann nochmal was abgebaut. Time to farm, alles klar. Oh nein. Als wenn es das Schwein nicht zerlegt hat. Tötet das Schwein! Können wir das Schwein irgendwo mit töten? Wir können einfach nahe an ihm einen Block abbauen. Oh, das hat XP gegeben. Wow, wir haben auch alle unsere 25 Level verloren. LOL! Hier hat es 5 Diamanten geregnet. Das ist cool. Also, ein bisschen was Gutes haben wir jetzt bekommen, Leute. Ich habe immer noch 5 Stück von den Blöcken. Ich habe solche Angst, die aufzumachen. Arrows, das da kann weg. So. Seeds kann auch weg. Gut. Okay. Nummer 5. Ring? Lol, Leute, hier können wir uns erstmal auf jeden Fall Strings of Doom zusammenfarmen. Ey, Leute, falls ihr mal Strings brauchen oder so, ist das hier mega gut. Ohne Spaß jetzt, Leute, das ist mega gut, falls ihr mal Strings brauchen. Oh nein. Ich schalte auf Peaceful. Ich habe jetzt keinen Bock, mich gegen Monster zu verteidigen. Vor allem gegen so viele, weil die haben ja dieses gemacht und dann kommen immer ganz, ganz viele Monster. One Army. So. Ein gigantischer Cube. Cube, Cube. Ein Stick. Big Stick. Fünfte. Oh, warte mal, Leute. Mit diesem Spam-Waffe. Das heißt, wir können quasi so bam, 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 bam machen und dann machen wir so Bam und dann machen wir One-Hit und dann ist es voll cool und dann ist. Ja, ich bin nicht so intelligent. Glenn. Oh shit, ich hab Glenn verkloppt, Leute.
Okay, der Stick ist gar nicht mal so gut. Ja, genau, die können wir uns aber mitnehmen. Oh, Pixel. Hallo, Pixel. Na gut. Oh shit, nein, 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 nein. Wegfliegen, wegfliegen, Leute, wegfliegen. Wir haben die Möglichkeit zu fliegen, Leute. Wir sind Profis, okay? Da unten sind jetzt ein paar Creeper gespawnt. Die jucken uns aber nicht, weil wir einfach auf Peaceful machen können. Ihr seid jetzt so dumm. So genau, Leute. Weil wir sind natürlich hier die dominantere Spezies. Lol. Der hat ein Schild. Gib mir ein Schild. Der hat ein Banner. Will ich nicht. Wir tauschen mal ganz kurz die Hose aus. Schuhe brauche ich nicht. Der Kopf ist cool. Jetzt will ich dein Schild. Oh yes, Leute. Jetzt haben wir ein Schild of Doom, Leute. Jetzt sehen wir aus wie so ein mega dummer Mongo. Vor allem mit unseren Flügeln dann da noch. Oh Gott. Na gut, Leute. Zwei habe ich noch. Ne, insgesamt vier. Time to farm, Leute. Wie oft will es denn heute noch kommen? Es ist nicht Zeit zu farmen, Leute. Farm tue ich offscreen. Ich glaube, das wäre eigentlich ein Charge Creeper gewesen oder so. But it is a lie. Nein, es ist keine Lüge. Ich will den Kuchen essen. Aber kann man den Schild rein theoretisch platzieren? Nein, können wir nicht. Wow. Na gut. Der letzte Block. Okay. Lol. Oh shit, Leute. Wir haben Armbrüste bekommen, aber die hätten uns zermatscht. Aber Leute, ich habe es überlebt und ich habe Armbrüste bekommen. Oder Amben, nicht Ambisse. Ja, Young, ich höre dir zu, wenn du mir irgendwas über Grammatik und so erzählst. Das sind nämlich Amben und keine Ambüsse. Leute, das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Also, wenn man da einfach mal so mit Young so ein bisschen redet, dann sagt man so, yo, hast du noch zufällig so zwei Ambisse? Ich möchte hier irgendwas verschönern oder so. Dann sagt er so, Sturmgänster, bist du irgendwie vollkommen behindert im Kopf? Das nennt man natürlich Amben und nicht Ambüsse, bist voll ungebildet. Und dann denke ich mir so, ja, schön. Ich weiß aber, was in Karotten drin ist. Und ja, das reicht mir. Ui, so, gut. Gut, 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 gut. Wir haben dann jetzt hier erstmal unsere Sachen jetzt bekommen. Leute, ich öffne nie wieder diese Blöcke. Wir haben keinerlei Rüstung mehr, keinerlei gar nichts. Na gut, ich würde einfach mal sagen, dass wir jetzt hier ein bisschen was einlagern. Guck mal, wir haben ja nicht mal mehr Einlagerungsplatz, ey. Es ist ja hier zu schlimm des Todes, ey. Na gut, wir haben jetzt auf jeden Fall noch relativ bisschen was an Geld, relativ bisschen was an Geld. Ich bin auch so schlau wie ein altes, vergammeltes Toastbrot auf Doom. Ich packe übrigens meine Sachen immer hier rein nach einer Folge, damit ich die nicht verlieren kann oder so, wenn ich hier irgendwo offscreen stehe und was schneide. Aber Leute, ich finde es jetzt cool, dass wir hier quasi diese Start- und Landeplattform haben. Dann können wir nämlich hier quasi so starten. So, yay, ich starte. Dann können wir auch drauf landen. Haha. Das ist eigentlich voll cool, Leute. Wir müssen auch mal so eine Art Flugparcours machen, wo wir quasi als Engel hier herumfliegen. Und ich meine, Leute, wir sind hier eine Art Engel, weil ich meine, wir beschützen ja hier die Leute in dieser Welt. Ne? Also, das ist ja unsere Pflicht hier so gesehen. Und wenn man eine Pflicht hat, übrigens, Leute, ich finde es voll cool, dass wir dann so unsere zweite Hand haben hier so vorne. Ja, wenn man dann so eine Pflicht hat, dann muss man die natürlich auch befolgen. Und ja, genau. Abwasserrohr ist immer noch dort und jo, der wartet hier auf jeden Fall erst einmal. Ich würde einfach mal sagen, das war's jetzt hier mit der Folge. Schaut doch bei der nächsten Folge vorbei. Vergesst nicht zu abonnieren, zu bewerten, zu teilen, zu liken, zu was weiß ich, einen Kommentar zu schreiben. Ja, und dann habt noch einen wunderschönen Tag und ciao, Leute.